Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Battle Network 3 Blau. Yay. 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 Im letzten Part haben wir grandios Bubble Man besiegt. Ja, ganz grandios. Ich bin von den Socken. Ja, du hast es ja nicht gesehen. Aber ich bin dennoch von den Socken. Hast du überhaupt welche an? Nein. Deswegen ja. Also bin ich ja von den Socken. Also solange wie du nicht von Sinn bist, dann würde ich dich ab sofort immer Hella nennen. Hahaha, dem Jokes. Dem Jokes so funny. RTL-Witze werden nie alt. Ah ne, ist ja Sat 1. So, Slasher. RTL Sat 1. Stepcross. So, machen wir mal Stepcross. Ah ja, gut. Ist halt Stepcross, ne? Ja, ja. Eine bessere Version des Stepsword. Okay. Das macht nämlich einen kreuzförmigen Angriff. Okay. Aber wenn ich einen Gegner in der Mitte treffe, werden die Ecken auch mit befüllt. Also. Okay. 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 Ja. Okay. Ja. Ich wollte noch mal zum Laden gucken. Mal schauen, ob ich da schon alles gekauft habe. Okay. Aber hier war bestimmt noch eine grüne Datei. Okay. E-Leboards. Ich krieg's immer noch nicht hin. Nicht? mit dem Slasher. Weird. So, egal. Weißt du was, ich google das jetzt einfach mal. Was? Ich google das jetzt einfach mal. Was? Mega Man Battle Network Slasher Chip. Ja, es gibt sogar ein super Ergebnis dafür. How do I use Slasher? Server nicht gefunden, ist ja geil. Aha. Das war Network 3. How do I use Slasher B-Chip? When you use the chip, bla bla bla. Irgendwie sagt mir gerade gar keine Seite mehr an nach Google. Sehr schön. How do you slasher Seitenlade? Was ist denn das? Was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ich habe drei Chinesen mit dem Tütchen Gras. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Na, was ist los? Keine Ahnung. Oh, jetzt ist wieder alles. Ich weiß nicht. Irgendwie hat mein Internet gerade gesagt, hey, ich act mal kurz weird. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Und ich denke mir dann so, nö, ja, fick dich. Da. Ah, jetzt auf einmal gehen die links, okay. You have to wait for the enemy to move into your area. It will hit no matter where they are, as long as they're in your area. Hä? Das heißt, solange die Gegner in deinem Areal sind, kannst du Slasher benutzen und dann macht es den Schaden. Also lag ich doch richtig. Hä? Guck mal, deine Felder sind rot. Ja. Die anderen Felder sind blau. Ja. Auf die blauen dürften normalerweise nur die Gegner und auf die roten normalerweise du. Ja. Wenn ein Gegner aber sagt, die blauen Felder sind scheiße, ich geh jetzt aufs rote, dann kannst du den Slasher verwenden. Ah, ist ja scheiße. Mann, dieser Junge weiß gar nichts, ey. Ist ja blöd. Ist ja blöd. Na, ich meine, wenn jetzt ein Eroberungs-Battle-Chip kommt, werden die gegnerischen Felder ja automatisch blau. Ja. Ja, also würde der Chip dann da nicht nützen. Aber wenn jetzt zum Beispiel... Ja, gegen diese Rotorenteile würde es etwas bringen. Gegen die Geister, falls es in diesem Spiel überhaupt diese gibt, könntest du was hier machen. Stimmt. Und gegen Protoman. Hallo, Silvester ist noch nicht, verdammte Hacke. Bei dir Raketen sind schon auch mehr. Ja, ja. War es bei uns schon seit 3 Tagen. Oh, das ist der 27. Pff, wir machen trotzdem Feuerwerk. Ich knall ja prinzipiell nicht. Also ich meine jetzt Silvesterknaller. Du knallst auch so oder so nicht. Den Gag hatten wir heute schon mal, ja. Du knallst wenn dann auf den Boden, aber das war's dann auch schon.
Oh, also Galilee, that hurts. Wo musst du jetzt eigentlich hin? Zum Strand. Und du willst... Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass im Netz der Strand ist. Mega Man sagte, ich soll ihn einloggen. Ja, wir müssen jetzt zum Beach Square, also... Achso, na gut. Von daher... Der Beach Square. Eine Fernsehshow, das hört sich spaßig an. Lass uns jeden einladen. Hättest du erst eine E-Mail schreiben sollen? Das heißt, wir müssen jetzt zu allen Servern. Cool. Du kannst auch normal hinlaufen. Stimmt, mach ich auch. Dann check into the net, please. Ne, ich mach das jetzt anders. So, Dexy Boy. Ich erkenne die Schwierigkeit in dieser Mission. Ach, ich hasse euch Spieleentwickler. Zurück ins Netzwerk. Du brauchst Internet. Ja, übrigens... Ansonsten bist du ein unbrauchbarer, kleiner, ungenierter Wiener-Genie. Übrigens, wir hatten noch eine E-Mail gekriegt von unserem Vater. Und auch der hatte am Ende der E-Mail geschrieben, wir kämpfen nun mit Guts. Verdammt! Mann! Und den Scheiß verpasse ich, weißt du, jedes Mal kommt nur Scheiß in diesem Spiel dran und dann genau immer solche Sachen. Warte mal, ich hab die E-Mail noch. I'm done! Warte. When you use your guts there, your Mega Buster becomes twice as strong and if you fire it fast, it becomes like a machine gun. Level up and you'll get even more powerful programs. Now you go down there and fight with guts. Genau. Oh man. I like this shit. Aber genau den Moment. Weißt genau, an den Scheiß verpasse ich dann. Jedes Mal. Immer so. Das ist so ein Scheißdreck. Aber wir haben ja jetzt Gutsman und wir kämpfen mit Guts, verdammt. Jetzt will mich jemand in LOL einladen, was ist denn das? Tobias 39, wer auch immer du bist. Ich glaube, er heißt Tobias. Ja. Bronze Division 1, Anivias Protectors. Hat 5 Ranked-Spiele gewonnen, ja. Ich stalk mal dem sein Profil, einfach nur, weil er die Frechheit hatte, mich einzuladen. Ey, Mega Man, Die TV-Station? Tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss mit Melo heute eine CD kaufen gehen. Ja, natürlich. Aber trotzdem danke. Lad mich noch ein andermal wieder ein. Fick dich, Schlappe! Deswegen hab ich dich aus dem Blasen befreit. Okay, weiterhin zum Tobias stalken. So, er hat 5 Punkte in freundlich bekommen, 7 Punkte in helpful, 60 in Teamwork und ist 31 Mal in honorable opponent. Ist in dem Team The Campion, wo nur 3 Leute drin sind, die noch kein Ranked-Spiel gemacht haben. Einmal der SS19 und dann der Abaddon Arg. Aha. Ja, die History ist auch leer. Okay. Hat in den Ranked am meisten K6 gespielt, 3 Spiele, dann Ezreal 2 Spiele und Jinzhou 2 Spiele sind seine meistgespielten Champions. K6 kann ich mir schon vorstellen, dass er einen solchen nimmt, weil er sich denkt, hör, die Noobs sind scheiße. So. Pfui. Dann spielt er noch Rengar und Master Jizz. Aha, er spielt also meistens im Jungle oder AD Carry, alles klar, ist okay. Ist Platz 11 auf seiner Nivea Protectors in Bronze 1, hat erst 4 Punkte. Diese arme Sau. Ich hab mal eine kleine Frage. Ja. Von was redest du? Von League of Legends. Achso. Das letzte Rankspiel hat er übrigens verloren mit K6. Deswegen verstehe ich kein einziges Wort. Rengar und K6 und kann beide anscheinend nicht gut spielen, hä? Er fängt auch mit Trinity Force an, ja, sehr gut. Gute Idee. That's a very good idea. I approve of this shit. Vor allem Boots auf eine Bitte. Ja. Ja. Ach so, er spielt ein bisschen Twisted Tree Line dabei. Ach, okay. Na gut. Er hat auf jeden Fall auch ein Yasuo. Jo! Dann stalken wir mal seine Runepages.
wow, wow. Ziemlich unterschiedliches Zeugs hat er da. AD und AP, ist klar. Mit kaum Unterschied drin, das ist super. Ich hab mal noch eine Frage. Mhm. Warum? Ich hab grad Spaß. Es ist eine und dieselbe Seite mit nur einer Rune mehr. Also naja, gut. Masteries hat er 6 Stück. AD, ja, 30 in Ordnung. Das wird bestimmt hell. Ja, sehr AD-mäßig, indem er increase seine Ability Power um 5%. Als AD-Carry brauchst du unbedingt Ability Power. Kluges Kerlchen. AP, ja, 23,7, warum auch nicht? Ja, aber das macht wenigstens mehr Sinn, was er da reingeschaut hat. Außer der ist Ferenzi, warum er auch das... Weil du als AP-Carry unbedingt Critical Strikes machst. Ja, egal. Dann Tank-Build, 27,3. Warum auch immer er die 3 Mana-Regen pro 5 Sekunden braucht, aber mein Gott. Hauptsache er braucht eine... Hauptsache der Running Blessing ist drin. Das ist das unnützeste Scheißdreck. Light, lies vor. Oh. Hallo und willkommen. Interessieren Sie sich für unsere Bananen? Sagen Sie Bananen. Ich sehe, du machst also eine TV-Show. Tut mir leid, aber heute ist... Ja, ist Studiertag. Selbst wenn sie wollte, sie kann nicht und sie wird nicht erlaubt sein zu gehen. Das sind die Regeln ihres Vaters. Ihr Vater ist streng. Da 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 da. Das kommt dabei raus, wenn man mit Guts kämpft. Alles klar. Jungle Cut 6, 15, 12, 3. Wow. Also das ist ein mega krasser Scheißtrick, den er da macht. 2 für 5 Sekunden. Tufts. Ja, er braucht unbedingt Tufts und Bladed Armor mit Kaffee. Und Hauptsache. Naja, 1,5 Mal, okay, das ist eine gute Idee, aber es bringt ihm nicht viel. 5 Armor auf jeden Fall. Das ist klar. Perfekt. That's how you play Cut 6. Top Cut 6. Okay. Was denn? Oh, cool! Flaschenmann B! Oh, da tue ich meine Researches mal einstellen. Ja. Das ist jetzt interessant. Oh, Area Grabsch. Klick. So. Oh, war ja. Ah, das ist gut. Das sehe ich gern zu. Das ist Wahnsinn. Außerdem habe ich in einer deiner Folgen, glaube ich, gesehen, dass der Extra-Folder, den man dir gegeben hat, den hast du danach behalten, oder? Das ist richtig, ja. Das bedeutet, dass du den Lanzenchips bereits hast. Ja, aber ich kann die Chips aus dem anderen Folder nicht mehr rausnehmen. Oh. That's shit. See. Du stellst dich gerade nicht allzu gut an. Das ist auch richtig. Nein! Ui, daneben, ui, ui. Doi, 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 doi. Du wolltest doch so gerne Game Over gehen, nicht wahr? Irgendwie nicht. Und ausgerechnet jetzt kriege ich auch sowas wie Roll oder so. Mist. Ha. Dusch. So, ein Hit noch und du bist in geile Schichte. Oh, Backe. Nee, stimmt gar nicht. 2 Hits, glaube ich, war es noch, wenn du den Customizer Chip noch drin hast. Sehen wir ja gleich. Gerade doch so. Oh! Gegner Area Krapsch! Kämpfe mit... Nun geh in den Kampf! Mit Guts! Jawohl! Oh! Das ist okay, das Schwert ist ein wenig OP. Ja, solange du die Barrier hast, kannst du eigentlich nicht sterben, oder? Das ist auch richtig. Du hast Glück gehabt. Aber dann hast du... Aber ich hab'n. Ha, 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 ha. Das Barrier-Chip-OP. Speichern. Das Barrier-Chip-OP. Das ist auch richtig. Ja, soll passieren. Du, 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 du. So, okay, weiter mit meinen Researches. Stricher. Auf jeden Fall braucht er
der macht so unnötige Sachen rein. Wann machst du bitte mit K6 kritischen Schaden? Na gut, der spielt Trinity Force K6, aber da hast du auch nur 10%. Das macht dann wiederum im engen Sinn, aber Expose Weakness bei einem Assassinen macht es nicht gerade Sinn. Ach ja! Hauptsache seine Recoil Time muss um eine Sekunde verringert sein, das ist wichtig. Bot Rengar? Wer spielt Rengar auf der Bottom Lane? Ach ja. Wow. Yay, die Internetverbindung ist anscheinend wieder gefrickt. Aber diesmal nicht bei mir. Jetzt hat's denn eine Nachricht aufgekloppt. Aber das ist nicht. Aha. Was sagst du jetzt? Ja, im anderen Fall hatte ich drei Nachrichten, glaube ich, waren sogar zwei. War es nicht mehr, ich hab's zu schnell weggeklickt. Aber jetzt hatte ich gar keine. Und lass mich raten, ich müsste dann wieder übertragen, Bildschirm. Yep. Ah ne, diesmal nicht. Ne, diesmal wartest du die 5 Minuten. Das sehe ich nicht ein. Diesmal wartest du die 5 Minuten. Ja, ja. Du kannst auch eigentlich weitermachen bis zum Gutsman. Den sprichst du ja auch noch selber und dann ist ja eigentlich wieder. Sind wir eigentlich wieder im Rhein. Jupp, 900 Zennies haben wir erhalten. Hauptsache er tut Arkane Klinge rein. Hab ich nicht, was ist das? Das ist eine Mastery Page, wo du 5% von deiner Ability Power in deinem Basic Attack noch an zusätzlichen Schaden machst. So, und jetzt auf Deutsch bitte? Rengar ist so ein Champion, den spielst du auf Angriffsschaden. Also hat er keinen magischen Schaden, also der magische Schaden ist 0 und 5% von 0 ist nun mal 0. Das heißt, er macht mit dieser einen Zusatzseite 0 mehr Schaden. Jetzt kannst du ausrechnen, wie sinnvoll das ist. Und jetzt auf Deutsch bitte? Er hat ziemlich nutzlose Sachen in seine Mastery Page gesetzt. Ah, das habe ich verstanden. Jo. Summer ist der Tobias bereits in-game, ansonsten kann ich den Zam scheißen. Ja, okay, ich scheiße jetzt erstmal Zam. Oh, war ja. Yay. Aber bitte alles sagen, was du reinschreibst. Your Mastery Pages are quite weird. Das wird dann nämlich die erste Folge, die bepiept wird. Your Mastery Pages are quite weird, man. Ach, wo ist denn der Fettsack? Nicht hier. Roll, Mole, Bolt. Drei meiner Lieblingschips. Ah, jetzt ist er weg, natürlich. Das macht Sinn. Naja, wurscht. Na gut, wenn er weg ist, kann ich ihn auch nicht zusammenscheißen. Hat er Glück gehabt. Scheiße. Wird doch nicht gepiept. No peeping. No peeping this time. Aber ich schau mal. So. Gut. Na, wo ist er? If an enemy goes into your area, they get sliced for 240 damage. I think you have to be that element for the others. I'm assuming your wood style and Gaia Blade or that other one works fine for you. We random video game for the win. Cool. Was ist los? Na nix, ich habe nur vorgelesen. Ich habe nämlich noch ein bisschen weiter in den Seiten geschaut von wegen Mega Man, Slasher und so eine Scheiße. Mhm. Interessant. Ja, finde ich auch. Mensch, wo ist denn der Fettsack? Den kann man doch gar nicht übersehen. Hallo! Ich bin Gutsman, Guts. Und er kämpft mit Guts. Nee, Roll. Oh. How could this happen to him? He made his mistakes. But none of them cared. How fire. Ah, it's so beautiful. So. Ach ja, jetzt kriegen wir HP Recovery, ist ja schön. Mehr super HP Recovery. Alter, jetzt finde ich den Klappspaten nicht.
Schockwaffe, J. Welcome to this homepage. Ich bin der Hausmeisterprogramm. Gutsman ist momentan nicht zu Hause. Bitte da lassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Nee, nein, lassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Gott! Oder so. Er nimmt an irgendeinem Wettbewerb in Yoga teil. Super. Also müssen wir ja jetzt nach Yoka. So, haben wir hier im Square noch ein bisschen was zum Dealen. Invisible. Custom Sword. Das werde ich mir mal zulegen, das Custom Sword. Nee, wieso? Je voller meine Custom-Leiste ist, umso stärker ist das Schwert. Mhm. Das heißt, je länger du im Kampf eigentlich wartest, desto irgendwann wirst du es dann einsetzen. Super. Das heißt, Richtig. Du hast kein Timing mehr. Naja, sagen wir es mal so, ich habe dafür Slasher rausgemacht. Was ist wohl sinnvoller? Slasher. Ja, klar. Ja, alle im Gegnerbereich. Hallo, ist das nicht schön? Ja, wer ist denn in meinem Gegnerbereich? Ja, dieses Elektroviecher, Geister, falls es in diesem Spiel überhaupt solche gibt. Ein Protomon. Also es gibt die Chips von denen, also denke ich mal, dass es die auch irgendwie wann wo gibt. Ach, was weiß ich. Du wolltest immer noch das Bild übertragen. Wenn Stimmt, ich wollte den Part beenden. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ja, immer. Ich war mit Stalken beschäftigt, sorry. Also. Gut, Freunde, das war's für diesen Part. Endlich! So, ja. Papa, sei ruhig. Nein, ist gar nicht hier, Spaß. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Oh, verpiss dich und jetzt mach irgendwas.